Das war eine ruhige Nacht und ein angenehmes Aufwachen. Die Sonne kämpft noch gegen den herbstlichen Nebel, aber ich bin mir sicher, sie gewinnt, denn da oben ist schon blau. Wir haben beschlossen, wir nutzen diese schöne Stimmung und gehen vor dem Frühstück schon spazieren. 7 Kilometer, das ist schon ein bisschen was. Endlich. Ja. Und hoffen, dass währenddessen die Sonne rauskommt. Außerdem hat der Michael sich vorbereitet und will uns einiges über unseren Spazierweg erzählen. Wird kurzweilig. Ich bin auch schon neugierig. Also wir sind da jetzt an der Promenade du Viaduct. Das ist eine ehemalige Eisenbahntrasse, hat man jetzt als einen Spazier- und Fahrradweg umgebaut. Ja, was man da im Hintergrund sieht, ist so ein Bahnübergang für Fußgänger. Und ja, die ganze Promenade ist 3,5 Kilometer lang. Und die werden wir jetzt einmal in die Richtung gehen und dann in die andere Richtung. Und ja, unterwegs erzähle ich dann ein bisschen mehr. Doch es war warm und wir hatten schon einen Kaffee. Also machten wir uns ein Frühstück zum Mitnehmen und starteten unsere erste wirkliche Wanderung. Ja, die Eisenbahnlinie verbindet Tournemire oder so ähnlich mit Le Vigan oder verband die beiden Orte und wurde 1896 eingeweiht. Ja, offensichtlich war sie nicht so wichtig, dass man sie heute auch noch hat. Ja, da an der eingelegten Kurve sieht man auch, dass das eine Eisenbahntrasse war, weil man halt Eisenbahnlinien immer ein bisschen in die Kurve legt, damit die Züge besser, schneller durchfahren können. Als Fußgänger braucht man das weniger, weil man normalerweise nicht die Geschwindigkeiten erreicht. Das sind 52 Bögen, die da links und rechts verbaut sind, überall mit Drainageauslässe, die da links und rechts in die Wasserrinnen gehen, die recht viel Wasser aufnehmen können. Auch ein Zeichen für die Eisenbahnvergangenheit. Ja, und das Wasser wird dann immer wieder Richtung Ahr runtergeleitet. Wir sind dort, wo wir gestern aufgehört haben. Das heißt, heute bin ich viel fitter. Da sind wir bei einer kleinen Brücke, 50 Meter lang. Ja, stabil genug für Fahrräder, nachdem sie auch für Züge ausreichend war. Ja, gehen wir jetzt weiter. Der Weg war einfach zu gehen und bot wundervolle Bilder für den Kopfserver. Und es macht doch richtig Spaß, hier lang zu gehen. Man sieht den Herbst und er ist so schön im Moment. Es regnet ja nicht, es ist ja nur sonnig. Und Nebel ist nicht schlimm, der löst sich auf. Hinter jeder Ecke kommt ein neues Wunder. Und hier erscheint dieser Fels, der schon Sonne abkriegt. Oh, das schaut cool aus. Oh, ich schätze, wir haben so ungefähr 2 Kilometer hinter uns. 2 Kilometer, wie Katrin gesagt hat. Und weiter geht's. Hier, schaut doch mal die Wände. Da kommen überall die Bäume direkt raus. Es ist echt schön. Hier soll es auch Steinadler geben, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das sagt mein Mann sicher noch irgendwann. Aber guck dir mal, das kann ich mir vorstellen. Ja, da kommen wir jetzt in den ersten Tunnel von 2. Der ist 224 Meter lang. Das Interessante dabei ist, sie haben da Bewegungssensoren, die hoffentlich das Licht einschalten, das
Nahen finden soll, das Licht von die Bahnarbeiter, wenn sie da drinnen gearbeitet haben. Da oben sieht man mal schon eine Streckenbeleuchtung. Im Moment sehe ich noch kein Licht, aber da kommt das erst schon. Ja, also ich sehe ja auch kein Licht. Und ich liebe dunkle Tunnel. Oh, ich bin gleich weg. Auf dem Boden sieht man auch noch die Linien. Die sollen irgendwie die Bahnschwellen symbolisieren. Na toll, ich sehe weder Linien noch Licht. Und ich liebe es, durch dunkle Tunnel zu gehen. Scheiße. Wo ist das Licht? Muss man da vielleicht irgendwo was einschalten? Eigentlich hat es keine Lösung. Ja, wir sind... Aber ich kann theoretisch auch mein Handylicht anmachen. Na, natürlich war kein Licht an. Und ich liebe es. Und jetzt gehe ich hier raus. Irgendwas war da falsch. Bewegungssensoren funktionieren meistens bei Bewegung. Und so dünn bin ich nicht, dass man mich nicht sieht. Der Baum der Hoffnung. Und der zweite Tunnel, der, hoffe ich, wirklich Licht hat. So, der Tunnel ist jetzt 442 Meter lang. Hoffentlich funktioniert da das Licht. Nachdem es schon am anderen nicht funktioniert, da müssen wir so rechts schauen, ob es da vielleicht eine Taste gibt. Vielleicht muss man da auch genau die Lichtpumpe durchgehen. Da sieht man, wie es eigentlich hätte sein sollen im Tunnel. Bei uns war es nur schwarz. Aber da vorne ist Sonne. Und das mag ich viel mehr. Das war kurzweilig. Und die 3,5 Kilometer Strecke waren geschafft, gerade als die Sonne uns erreichte. Ja, das ist jetzt das Lavasac-Viadukt. Nachdem auch der ganze Weg da benannt ist. Die Eisenbahnbrücke hat man umfunktioniert zu einer Fußgängerbrücke. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Stahlplatten drunter. Ja, das Lavasac-Viadukt ist vom Typ Eifel. Benannt nach dem, weil man die Materialien und Baustil verwendet hat, vom Gustav Eifel. Das bekannteste Monument von dem ist eigentlich der Eiffelturm. Ja, das ist jetzt so ziemlich das Ende von der Promenade. Jetzt werden wir dann Pause machen und bald einmal umkehren. Die Aussicht von da ist natürlich auch grandios mit Eseln links. Und. Hä? Und die Mauern da rechts, das ist ja auch imposant. Ja, das schauen wir nachher dann an. Danke fürs Mitkommen und ja, nach der Pause geht's retour. Aber da werden wir nicht so viel reden, da werden wir uns mehr fürchten vor die Tunnel. Er meint mich. Aber eigentlich über die Brücke gehen ist auch schon schlimm. Scheiße. Da die Fußgängerbrücke, da haben sie die alte Eisenbahnbrücke umgebaut und höher gesetzt, aber in Stil beibehalten und ja, asphaltiert, Gott sei Dank. Nun war das Frühstück verdient. Jetzt geht's auf dem Rückweg durch das schöne Ahrtal. Leider ging die versprochene Beleuchtung in den Tunnel nicht. Ich liebe Höhlen. Und das Ziel, ein Stahlviadukt zu überqueren, war auch nicht wirklich meine Komfortzone. Es fühlte sich total nach Hängebrücke an. Auf dem Rückweg trug ich unsere Piti, denn die kommt nach mir. Dann allerdings war sie die Erste. Es ging zurück und abwärts. Wenn es nach Hause geht,
oder zum Sunny geht, dann ist sie immer die erste.